PHP bzw. PHP Hypertext Preprocessor ist als Programmiersprache, wenn sie im HTML-Dokument eingesetzt wird, genauso wie Java Server Pages. Es ermöglicht die dokumentenzentrierte Programmierung. Es ist eine prozedurale Sprache mit objektorientierten Erweiterungen. PHP besitzt weniger einfache Typen, ist dynamisch typisiert. Die Notation ist an C und Perl orientiert. Es gibt eine umfangreiche Funktionsbibliothek, die die Sprache sehr beliebt macht. Und die Sprache ist Open Source. Sie wird insbesondere eingesetzt für Programme, die serverseitig ausgeführt werden, für kleine private bis zu großen kommerziellen Projekten und ist besonders leistungsfähig hinsichtlich der Anbindung und Verarbeitung von Daten und Datenbanken. Sehen Sie hier nochmal unsere Übersicht zur Einordnung von Servertechnologien. Auf der X-Achse haben wir Technologien dahingehend unterschieden, ob sie, wenn es darum geht, ein Dokument zu erzeugen, ob sie im Dokument selbst eingesetzt werden können, also gemischt mit HTML, oder ob sie nicht im Dokument eingesetzt werden können, also sozusagen extern von einem HTML-Dokument laufen. Auf der Y-Achse beschreiben wir die Integration in den Webserver. PHP ist hier oben dargestellt. Es ist also auf jeden Fall im Dokument direkt einsetzbar und kann als separater Prozess laufen. Mittlerweile sind viele Anbindungen für PHP entwickelt worden. Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Es kann direkt in den Webserver integriert werden. Bei Apache heißt das dann das Mod-PHP-Modul. Und hier ist auch nochmal darauf hingewiesen, dass Sie PHP selbstverständlich als Standalone-Programm einsetzen können, ganz außerhalb von HTML-Dokumenten. Von der Flexibilität kommt PHP also in jedem dieser vier Quadranten vor. Das heißt, Sie können in jeder Situation oder für jeden Anwendungszweck bezüglich Einbindung auf Server- oder Dokumentseite PHP einsetzen. Hier sehen Sie eine HTML-Seite mit eingebettetem PHP-Code. Das HTML geht so bis hierhin erstmal und geht unten weiter und beschreibt nur Head mit einem Titel und dann einem Body. Im Body selbst dann sehen Sie ein PHP-Programm. In diesem PHP-Programm werden verschiedene Variablen gesetzt, zum Beispiel die Variable line auf den Wert 1. Diese Variable wird hier unten höher gezählt und solange die kleiner als 16 ist, wird eine zweite Variable höher gezählt, die ist mit column 1 erstmal initialisiert und es werden bei diesem Hochzählen Sterne ausgegeben. Das Ergebnis dieses Programmcodes ist eine HTML-Seite, die so aussieht. Sie können auf die Ausführung klicken. Dann sehen Sie hier das entsprechende Dokument im Webbrowser. Und wenn Sie sich den Source Code anzeigen lassen, dann sehen Sie genau das. Das heißt, der PHP-Code hat dafür gesorgt, dass diese Sterne und das Break-Zeichen gedruckt worden sind und dieses HTML-Dokument ergeben. Bestimmt erinnern Sie sich an das Beispiel von den Java Server Pages, wo wir eine einfache Eingabe hatten und dann begrüßt worden sind. Wir hatten dafür hier diesen Code entwickelt, der verschiedene Blöcke hat.
die Ausgabe hier und die Eingabe hier und die wurden dann kombiniert. Und genau dieses Beispiel machen wir jetzt mal PHP-seitig. Bei Java Server Pages war die Programmiersprache Java, bei PHP ist es eben PHP. Der Unterschied ist tatsächlich sehr gering, quasi nur hier. Und bei der Syntax der Sprache, viel ist es nicht. Hier sehen Sie es nochmal bei Java Server Pages. Und hier sind die entsprechenden Teile bei PHP. Sie sehen, es ist ein anderer Tag, um die Sprache einzuleiten. Man könnte sogar den gleichen nehmen. Und Sie sehen eine etwas andere Syntax bei der Programmiersprache. Aber insbesondere sollten Sie sehen, dass der Aufbau und die Verwendung exakt dem Java Server Page Beispiel folgt. Hier ist das entsprechende Sequenzdiagramm für PHP. Ein Anwender fragt ein Dokument an. Dieses Dokument wiederum verweist auf ein Programm, was mittels PHP implementiert ist. Es ist zum Beispiel eine HTML-Seite mit PHP drin. Diese wird dann serverseitig geparsed, just in time kompiliert. Das Programm wird dann ausgeführt und die Ausführung dieses Programms ergibt dann ein HTML-Dokument, was wieder auf Standard-Out gedruckt wird, vom Webserver entgegengenommen wird und an uns zurückgegeben wird. Wenn Sie das mit den Java Server Pages vergleichen, da sehen Sie einen Unterschied, nämlich dass die Servlets benutzt werden, um die entsprechenden Programmstücke zu kompilieren und in einem Servlet-Container auszuführen. Das ist ein technisch komplexerer Prozess. Davon bekommt man oder Sie als Programmierer nichts mit, aber das ist schon ein Unterschied. Das Ausführen von PHP geschieht einfach durch den PHP-Prozessor, der in einem Webserver eingebunden ist. Wie immer, wenn man sich in diesem Bild hier unten bewegt, also Programmcode und HTML-Code integrieren kann, hat man keine getrennten Programme zur Gestaltung eines Webdialogs. HTML-Form, HTML-Antwort und die Logik zur Verarbeitung sind in derselben Datei. Ich präsentiere Ihnen jetzt einen kleinen Kurs, PHP Kompakt, der mit der Historie anfängt, dann Hintergründe gibt zur Einbildung in HTML-Dokumente, Grundlagen zur Syntax, Variablen, Datentypen, Kontrollstrukturen und einen Hinweis auf die Funktionsbibliothek. An einigen Stellen gehe ich recht schnell dadurch, weil Sie ja doch die Dinge ausprobieren müssen und die Webseiten bzw. die Folien in Kombination mit den Webseiten von Ihnen durchzuarbeiten sind und zu programmieren sind. Und das Vorlesen von den Beispielen macht nicht immer viel Sinn. Noch ein Hinweis auf das, was noch kommt. Wir werden auch noch die Sprache JavaScript kennenlernen und auch deren Kompaktkurs habe ich ähnlich organisiert und Sie können dann diese beiden Sprachen, indem Sie die entsprechenden Folien nebeneinander legen, sehr gut vergleichen und das wird Ihnen das Lernen vereinfachen. PHP wurde entwickelt, weil eben genau das fehlte. Die Mischung von HTML-Code und einer Programmiersprache oder einer Programmiermöglichkeit, um Seiten dynamisch zu machen. Oder Seiten haben einen großen Template-Charakter, das heißt, vieles bleibt gleich und einiges muss nur geändert werden. Da gab es keine guten Konzepte für. Und 1994 wurde von Rasmus
Lehrdorf die erste Version seiner sogenannten Personal Homepage Tools, PHP, vorgestellt. Danach setzte eine ziemlich rasante Entwicklung ein. Ich möchte hier mal hervorheben, die Open Source Community hatte auch einen großen Anteil daran. Ein großer Schritt war mit PHP 3 1997 erreicht, unter Andy Goodman und Steve Zurawski wurden neue Konzepte dahingebracht. Es wurde etwas später die Firma Zen Technologies gegründet. Die beiden Entwickler haben einen sehr effizienten Parser gebaut, die sogenannte Zen Engine. Zen ist heute eine relativ erfolgreiche Firma auf diesem Webtechnologiegebiet. Mittlerweile sind wir in der Version 8 bzw. stabil 7 und auf dem PHP-Net. Es ist eine Plattform, die das PHP dokumentiert und mit vielen Beispielen und auch Benutzerkommentaren und Blogs auffüllt. Können Sie nachlesen, wie man mit PHP programmiert, welche Versionen es gibt und wie man Probleme löst. Ich habe deswegen überall in den Folien auf PHP.net verlinkt, sodass Sie jederzeit direkt zum Themen passend an die Hilfe kommen. Interessant sind noch Statistiken zur Verbreitung von PHP. Ich habe mal einige hier gelistet, zum Beispiel von Netcraft. Hier sehen Sie, wie schnell sich PHP verbreitete in den ersten Jahren. Leider ist diese Statistik nur bis 2013 gemacht worden. Hier sehen Sie den Tuyori-Index, der auch versucht, die Wichtigkeit von Programmiersprachen einzuschätzen, wobei dann auch immer ein Trend angegeben wird, ob eine Programmiersprache populärer wird oder auf dem absteigenden Ast ist. Und hier ist PHP auf Rang 9, verglichen mit allen anderen Programmiersprachen, also nicht nur mit dem Web. Hier sehen Sie JavaScript, C-Sharp, Python, Java und C ganz oben. Die wechseln sich immer ab in den Jahren. Und schließlich hier noch eine Statistik von W3Techscom, die PHP nur in dem Webkontext zeigt. PHP wird in 79% aller Webseiten benutzt, die Server-Side Programming Language brauchen. Alle diese Grafiken, alle drei und auch andere, die Sie noch finden werden, sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, wie genau oft, häufig und in welchen Stellen eine Sprache eingesetzt wird. Das, was Sie hieraus ablesen können, ist aber, dass PHP eine sehr große Bedeutung bei der Webprogrammierung hat. Einbindung in HTML-Dokumente. Der PHP-Prozessor erhält das ganze Dokument, interpretiert aber nur die Anweisungen, die als PHP-Code ausgezeichnet sind, und die üblichen Texte, die man nimmt, das sind diese hier. Dabei ist es eine Frage des Stils, ob Sie den PHP-Code in mehrere kleinere Abschnitte aufteilen, zwischen denen dein HTML-Code steht, oder ob Sie wenige PHP-Blöcke haben und den notwendigen HTML-Code innerhalb von PHP mittels der sogenannten Echo-Funktion ausgeben. Echo ist eine PHP-Besonderheit. In der Dokumentation steht, dass es keine Built-in-Funktion ist, sondern ein Sprachkonstrukt. Das macht die Sache jetzt aber nicht einfacher. Es wird besonders behandelt hinsichtlich seiner Argumente. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man an dieser Stelle festhalten muss. Bezeichner. Der Grundaufbau von Namen erfolgt wie hier beschrieben.
Name ist mit einem Buchstaben anfangen. Variablennamen haben dann noch ein Dollarzeichen vorangestellt. Konstantennamen werden ohne Dollarzeichen geschrieben. Und es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Funktionsnamen hingegen sind Case Insensitive. Das heißt, da wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Eine Anweisung wird mit einem Semikolon beendet. Auch der schließende Tag beendet eine Anweisung. Sie können das in eine Zeile schreiben, so wie hier. Sie können aber auch das so schreiben. Es gibt zwei Arten von Kommentaren. Der doppelte Slash, der bis Zeilenende auskommentiert, und die sogenannte balancierte Kommentarklammerung, wobei alles, was zwischen Slash Stern und Stern Slash steht, als Kommentar verstanden wird. PHP ist dynamisch typisiert, das heißt, eine Variable kann Werte beliebigen Typs annehmen. Eine Variable wird durch ihre Initialisierung gleichzeitig definiert und deklariert, das heißt, der Typ wird klar durch die Zuweisung und der entsprechende Speicherplatz bereitgestellt. Es gibt ein, zwei besondere Arten von Variablen bei PHP. Man unterscheidet lokale, globale, statische, wie Sie das kennen wahrscheinlich, und sogenannte Built-in-Variablen, zu denen auch die sogenannten superglobalen Variablen gehören. Superglobale Variablen sind Variablen, die in allen Gültigkeitsbereichen eines Skripts verfügbar sind. Man braucht sie deswegen nicht global zu deklarieren, darauf komme ich gleich. Zu den superglobalen Variablen zählen die Variablen, die hier stehen. Sie sehen, die haben direkt etwas mit der Webumgebung zu tun. Sie sehen die CGI-Namen hier. Und wenn Sie zum Beispiel die Get-Variable sich angucken, die superglobale $get-Variable, dann sehen Sie, was das ist. Das ist ein Array, das all die Informationen enthält, die aus dem Query-String im Rahmen des HTTP-Protokolls mittels GET übermittelt worden sind. Ähnlich verhält sich das mit Post oder mit den Cookies und so weiter. Sie können also auf alle Informationen, die Sie während des Umgangs mit dem Client und dem Austausch von Dokumenten zu tun haben, über diese Variablen darauf zugreifen. In PHP ist eine Variable global, wenn sie außerhalb des Bindungsbereichs einer Funktion steht. Vordefinierte Variablen sind per Default global. Im Bindungsbereich einer Funktion sind globale Variablen als solche sichtbar zu machen, mithilfe des Schlüsselworts global. Die Ausnahme sind wiederum superglobale Variablen, die immer sichtbar sind. Statische Variablen haben ihre übliche Semantik. Sie existieren nur im Bindungsbereich einer Funktion. Ihr Wert geht beim Verlassen dieses Bereichs nicht verloren. Der Gültigkeitsbereich von Konstanten entspricht dem von superglobalen Variablen. Konstanten werden durch die Funktion define definiert. Es folgen nun ein paar Beispiele, um die Konzepte zu illustrieren. Wir haben hier oben einen Ausschnitt von einem Stück PHP-Code und in diesem Ausschnitt ist eine kleine Funktionsdefinition, die Function Test, und die macht nichts anderes, als mittels Echo den Inhalt der Variablen a auszugeben. Außerhalb der Funktion, im globalen Bereich, also im globalen Kontext, bekommt A1 zugewiesen. Was sehen wir nun beim Aufruf der Funktion Test hier? Halten Sie das Video kurz an und denken Sie nach. Die Ausgabe hier ist der leere String, also nichts, denn innerhalb der Funktion Test ist das globale A nicht zu sehen, es wurde ja nicht bekannt gemacht. Und das lokale A
hat innerhalb der Funktion Test keinen Wert zugewiesen bekommen. Hier ist noch ein anderes Beispiel. Es gibt eine Funktion Summe. Es gibt zwei Variablen im globalen Kontext A und B, die jeweils 1 bzw. auf 2 gesetzt werden. Dann wird Summe ausgeführt und die Frage ist, welchen Wert hat B? Halten Sie kurz das Video an und überlegen Sie sich den Wert. B hat hier den Wert 3, denn A und B sind in Summe sichtbar. Und so gibt B gleich A plus B den Wert 3 für B und es wird auch ausgegeben. Hier ist noch eine rekursive Funktion, um den Nutzen von statischen Variablen zu erläutern. Es wird die Fakultät berechnet. Falls n der übergebene Parameter 1 ist, wird der bis dahin akkumulierte Wert zurückgegeben. Im anderen Fall wird der bis dahin akkumulierte Wert mit dem aktuellen Wert von n multipliziert und die Funktion Fakultät rekursiv mit dem Parameter aufgerufen, der um 1 dekrementiert wurde. Das Ganze funktioniert deshalb, weil m statisch ist und nicht bei jedem Aufruf neu initialisiert wird. PHP hat ein paar Besonderheiten beim Umgang mit Variablen, die ich hier an dieser Stelle mal zusammengetragen habe. Es gibt sogenannte Variablen. Hier am Beispiel mal demonstriert. Sie haben eine Variable A, die den Wert Hallo hat. Wenn Sie dann diesen Wert Hallo wiederum als Variable nehmen möchten, dann machen Sie es mit diesem doppelten Dollarzeichen. Und dann können Sie auf diese zweite Variable, die Variable auch zugreifen und bekommen dann hier Hallo Welt. Weiterhin gibt es Referenzen, die bezeichnen Sie mit einem vorgestellten und bzw. Ampersand. Hier wird ein neuer Variablenname, ein Alias für den Inhalt der Variablename 1 eingeführt. Sie können überprüfen, ob eine Variable definiert ist. Sie können eine Variable löschen. Mit der leistungsfähigen Funktion printr kommen Sie über eine Variable, insbesondere Arrays, den Inhalt sehr gut strukturiert angezeigt. Und es gibt, wie schon erwähnt, die sogenannten superglobalen Variablen, die direkt im Zusammenhang mit dem Webkontext stehen und hierfür definiert wurden. Es handelt sich dabei allesamt um Arrays. Hier ist ein Beispiel. Wir sehen links ein HTML-Dokument und in dem HTML-Dokument steht jetzt ein Stück PHP-Code und dieser PHP-Code, der beschäftigt sich damit, uns Informationen zu geben, zum Beispiel über die Request-Variable und über alle globalen Variablen. Und dabei wird die eingebaute Funktion print underscore r benutzt. Führen Sie diesen Code aus. Ich mache das mal hier. Dann erhalten Sie eine HTML-Seite mit erstmal dem Request-Array, wo alles bezüglich des Requests drin steht. Ich gehe aber da direkt mal drüber. Und hier unten die Ausgabe
von dem globalen Environment mit der Printr-Funktion. Hier ist nochmal ein Hinweis darauf, was Referenzen sind und was sie nicht sind. Insbesondere sind sie nicht mit den Zeigern von C zu vergleichen, sondern eigentlich nur Zusatzdefinitionen, Alias-Definitionen in einer Symboltabelle. Soll heißen, der gleiche Variableninhalt kann auf unterschiedliche Weise zugegriffen oder benutzt werden. Weiter bei den Datentypen. Hier gehe ich jetzt etwas schneller vor, weil Sie werden es eh mit dem Programmieren und Lösen der Aufgaben noch viel besser selbst erleben können. Es gibt Integers und Floats. Bei Überlauf findet eine automatische Konvertierung nach Float statt. Strings werden mit einfachen Anführungszeichen ausgezeichnet. Das einfache Anführungszeichen selbst muss nur escaped werden, wenn man das benutzen will. Es gibt auch Strings mit doppelten Anführungszeichen. Hier ist wichtig die Semantik, die ist nämlich so, dass der String jetzt geparsed wird und eventuell vorkommende Variablen und Escape-Folgen ersetzt werden. Zum Beispiel dieser Ausdruck hier, Summe Dollar ja ist gleich und dann kommt ein Backslash D, Dollar Betrag Euro, wird dann entsprechend konkretisiert und die Variablenwerte eingesetzt. Konkatenation geschieht wie in Java mit dem Punkt und die Ausgabe von Ausdrücken, deren Rückgabewert eine Zeichenkette ist, kann mit Echo oder mit Print geschehen. Das ist ein gewisser Unterschied, ich sagte es ja schon, anfangs PHP-seitig wird Echo als sogenanntes Sprachkonstrukt bezeichnet. Man kann sich auch vorstellen, wie eine Print-Funktion mit einer beliebigen Anzahl von möglichen Argumenten. Print hingegen akzeptiert nur ein einzelnes Argument. Die boolschen Literale sind True und False. Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden und es gibt die üblichen logischen Operatoren. Dann gibt es noch den Datentyp 0. Dabei ist 0 auch der einzig mögliche Wert dieses Typs. Auch hier wird Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden. Das kann sinnvoll sein, manchmal eine Variable auf 0 zu testen. Denn eine Variable ist genau dann 0, wenn sie 0 als Wert zugewiesen bekommen hat. Wenn ihr bis zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Wert zugewiesen wurde oder wenn sie mit unset gelöscht worden ist. Arrays können auf verschiedene Arten erzeugt werden, zum Beispiel mit der Array-Funktion oder durch explizite Indizierung oder als Liste von Indexwertpaaren im Sinne als assoziatives Array. Sehen Sie hier Beispiele jeweils mit Monatsnamen. Hier oben benutze ich die Array-Funktion und gebe die Liste von Werte an. Hier füge ich einen Wert nach dem anderen ein. Und hier verwende ich es mal als assoziatives Array, das heißt, ich kann hier eine Assoziation von Januar auf die Zahl 1 machen, also eine Art Hash-Tabelle. Die Aufzählung aller Elemente geht so mit dem Ausdruck Array as key file value und darüber iteriert man. Typumwandlung. Es gibt die sogenannte explizite Konversion, der Typecast, wie Sie das auch schon kennen, wo Sie den Typ, den Sie erzwingen möchten, voranschreiben. Und es gibt die implizite Konversion, auch Coercion genannt, wo der Typ sich abhängig von den Operationen, die
eingesetzt werden, angepasst wird. Zum Beispiel, wenn Sie hier den String drucken wollen, Summe gleich, und da einen String brauchen, wo hinten noch eine Zahl steht, diese konkateniert wird, dann geschieht automatisch eine Umwandlung der Zahl zu einem String. Der Wert der Variablen bleibt aber unverändert. Bei den Kontrollstrukturen gibt es keine großen Überraschungen. Es gibt die Anweisungsfolge, also das Zusammenfassen eines Blocks zu einem Scope. Es gibt die bedingte Anweisung, die Wahlschleife. Die Wahlschleife mit der Bedingungsteste am Ende und eine Vorschleife. Ich blende das mal so ein. Hier passiert nichts Spannendes. Vielleicht das Interessanteste ist dieser Cartoon, der den Unterschied zwischen der While- und der Do-While-Schleife schön illustriert. While testet eben vorher, Do-While am Ende, was nicht immer passend ist. Die Parameterübergabe erfolgt standardmäßig mittels Call by Value. Das heißt, hier steht es nochmal, der formale Parameter in der Funktionsdefinition ist eine Variable, die mit dem Wert des aktuellen Parameters in einem Funktionsaufruf initialisiert wird. Notiert man ein und, dann arbeitet man mit Referenzen und simuliert damit, realisiert damit also auch die Übergabe als Call by Reference. Auch hier können Sie zur Vertiefung direkt an die passende Stelle von php.net springen und sich die Beispiele angucken. Zum Beispiel, was wir gerade hatten, Parameter als Verweise übergeben. Wir sind fast durch mit unserem Kompaktkurs, kommen jetzt zur Funktionsbibliothek. Wobei ich ja eingangs schon sagte, es existiert eine große und auch ausgereifte Funktionsbibliothek, die in jedem PHP-Programm zur Verfügung steht. Da braucht man nichts einbinden, das ist wirklich sehr praktisch. Die Funktionen, entsprechenden APIs sind alle da. Die macht PHP natürlich auch etwas schwergewichtig, weil wenn Sie PHP einbinden, auch immer die gesamte Funktionsbibliothek mit einbinden. Zwei Bibliotheken werde ich kurz anreißen hier, das ist Datenbanken und reguläre Ausdrücke. Wir fangen mit den regulären Ausdrücken an. PHP verwendet eine Perl-ähnliche Syntax für reguläre Ausdrücke. Das ist gut aufgeschlüsselt hier oben bei dem Link. Ich habe das mal auf das Wesentliche reduziert, was wir im Augenblick brauchen. Sie sehen diesen String hier. Wir haben einen Delimiter, der taucht zweimal auf, das muss zweimal das gleiche Zeichen sein. Dazwischen steht die Regular Expression, also unser eigentlicher regulärer Ausdruck, der nach verschiedenen Arten gebildet werden kann. Sie erinnern sich an die 8 Operatoren aus der Tabelle. Und dann noch optional gibt es sogenannte Modifier. Der Delimiter muss ein nicht-alphanumerisches Zeichen sein. Und mittels der Modifier können Sie die Match-Strategie, zum Beispiel ob etwas greedy oder ungreedy erfolgen soll, steuern. Es gibt ein paar Funktionen zum Suchen und Ersetzen mittels regulärer Ausdrücke. Und die basieren alle auf dieser Syntax hier. Hier sind nun zwei Beispiele. Die werden wir auch nachher noch mal etwas genauer behandeln. Die Funktion zum Suchen und Ersetzen heißt pregmatch perl regular expression match. Dann kommt der Ausdruck, den wir genau hier oben hatten. Dieser ist das. Und dann kommt der String, hier nur sehr klein und beispielhaft, auf den dieser Ausdruck angewandt wird.
Die Zeile hier drunter soll nur demonstrieren, dass man statt des Slashes auch ein Gleichheitszeichen nehmen kann. Hier ist die vollständige Definition. Die ist etwas länger, weil hier noch der optionale Teil ist, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Die Details dafür, die sind jetzt auch nicht ganz so wichtig gerade, die können Sie nachlesen. Hier direkt im verlinkten Dokument auf dem Web. Wichtig ist die Semantik. Perl Regular Expression Match durchsucht den String nach der ersten Übereinstimmung mit dem in Pattern definierten regulären Ausdruck und füllt dabei das Array Matches, was hier mit angegeben ist. Die anderen Funktionen sind ähnlich, zum Beispiel Perl Regular Match All, sucht nach allen Übereinstimmungen. Dann gibt es noch ein Pereg Replace, suchen und ersetzen von Übereinstimmungen. Und dann sehr leistungsfähig ein Pereg Replace Callback, suchen und ersetzen von Übereinstimmungen, wobei der Return-Wert einer Callback-Funktion den Ersetzungstext bestimmt. Wir werden jetzt erstmal mit dieser Funktion arbeiten. Wenn Sie das können, die anderen Varianten davon können Sie kanonisch einsetzen dann. Die entscheidende Frage ist nun, was kann hier stehen? Und das sind die eingangs schon eingeführten Operationen und hier in der PHP-Syntax. Also das Zeichen selbst wird literal angegeben, Klammerung ganz klar. Hier eine Bereichsangabe, alternativ ein Zeichen aus der Klammer. Besonders stark jedes Zeichen außerdem in der Klammer. Die Bereichsangabe mit einer Minus, so dass Sie nicht alles aufzählen müssen. Punkt für beliebiges Zeichen, Hoch, Dach, Anfang einer Zeichenfolge, nichts da vorangehen, Dollar, Ende der Zeichenfolge, das heißt der String oder das Zeichen muss am Ende sein. Hier kommt jetzt das Beispiel, wir haben unser Pattern von eben, wir suchen in diesem String und wir wollen alle Matches haben. Durch die Angabe von Offset Capture bekommen wir den Hinweis, an welcher Stelle im String der reguläre Ausdruck auftaucht. Und diese Information ist in einem Array mit abgegeben. Das Ergebnis dieses Aufrufs sehen Sie hier. Wir geben erstmal nochmal die Situation aus, das Pattern, den String und das Ergebnis. Es gibt zwei Matches und diese Matches können wir uns jetzt genauer angucken mit der Funktion printr, die wir eben schon hatten. Das Ergebnis steht hier als Snapshot, aber wenn Sie hier auf Ausführen klicken, können Sie sich das auch direkt ansehen. Das ist das Array Matches jetzt, was wir uns ansehen. Es hat zwei Einträge für den Match von einem regulären Ausdruck. Einmal wird DEF gematcht an der Position 0 und das zweite Mal wird DEF gematcht an der Position 6.
Der erste Match, der zweite Match. Wenn Sie auf den String schauen, das passt auch an der Position 0 und an der Position 6. Hier kommt eine Variante dieser Aufgabe. Ein String soll mit D anfangen, dann beliebige Buchstaben aus A bis Z haben und dann mit F aufhören. Das gelingt genau hier und deswegen ist auch das das Ergebnis. Dieser reguläre Ausdruck mit D anfangen, dann ein Buchstabe von A bis Z, beliebig oft und dann F, der wäre aber auch schon hier erfüllt. Es fängt mit D an, dann kommt ein E und dann kommt ein F. Er ist natürlich auch hier erfüllt. Welchen Match soll man nehmen? Per Default, Sie haben es gesehen, ist der lange Match genommen worden. Das ist die sogenannte Greedy-Einstellung. Daran ist man aber gar nicht immer interessiert. Über den sogenannten Modifier U können Sie Ungreedy einstellen. Sie erinnern sich. Sie können Modifier angeben. Hier sehen Sie es. Und das war genau jetzt ein Beispiel dafür. Das Ergebnis des Ungreedy Matches ist, dass wieder zweimal DF gefunden wird. Wieder an der Position 0 und an der Position 6. Wir kommen zur zweiten Funktionsbibliothek, die ich kurz anreißen möchte und mit der Sie auf jeden Fall zu tun haben werden, wenn Sie im Webkontext mit PHP arbeiten, den Datenbanken. PHP-Datenbankschnittstellen ermöglichen es Ihnen, dynamisch HTML-Seiten basierend auf Datenbankinhalten zu generieren. Die Funktionalität von den Datenbankschnittstellen sind dabei das Herstellen und Verwalten der Verbindungen, das Ansteuern dieser Datenbanken, Generieren von SQL-Ausdrucken und insbesondere auch die Navigation und Manipulation von den Ergebnissen von SQL-Anfragen. Es wird quasi alles im Datenbanksektor unterstützt, was Rang und Namen hat, DBase, BerkeleyDB, Oracle und so weiter und natürlich auch ODBC. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dieser Software-Stack, der bei der Erstellung webbasierter Systeme oft angewandt wird. Früher hieß er LAMP, dann WAMP, jetzt XAMPP, steht für Linux, macOS, Windows, plus Apache, plus MariaDB, plus PHP, plus Perl. Weil diese Komponenten oft immer gleichzeitig zum Einsatz kommen bei komplexen Webanwendungen. Hier sehen Sie ein entsprechendes Deployment-Diagramm von einem solchen Szenario. Da ist der Web-Client, also ein Benutzer vor dem Browser, der dann auf eine Webseite zugreift, über einen Webserver da bedient wird. Der Webserver seinerseits dann mit einem Datenbankserver im Hintergrund kommuniziert, um die Anfrage zu beantworten. In unserem Beispielszenario haben wir auf einem Webserver die Kundendatenbank Customers mit unter anderem der Addresses Relation und die Aufgabe ist es, ein Interface zur Suche und Sortierung von Kundendaten zu machen. Das Ganze geht in 6 Schritten. Ich gehe da jetzt hier in dem Screencast relativ zügig durch, weil das
Ist schon praktischer, wenn Sie sich das auf den Folien direkt ansehen. Wir definieren den Datenbank-Server. Das könnte der Localhost sein. Dann den Namen der Datenbank, ein Benutzer mit einem Passwort. Und dann kommt auch schon der Aufruf mit der sogenannten Funktion PDO. PDO steht für PHP Database Object. Und wenn dieser Aufruf gelingt, dann enthalten wir einen Link. Und dieser Link, der wird dann verwendet, um eine Query abzusetzen. Sie sehen das hier. Es wird dann zu einem Result. Aber diese Query müssen wir zunächst noch definieren. Das geschieht hier. Ganz klassisch. Sie sehen es. SQL Select Last Name, First Name, Phone, From, Table, Where, Last Name. Da kommt eine Bedingung. Ist und dann noch Order By. Der Search String wird über das User Interface abgefragt. Die Tabelle, die geben wir ja hier direkt an. Und dann testen wir im dritten Schritt nach diesem Aufruf, ob wir überhaupt ein Ergebnis hatten. Wir checken, ob der Result Count gleich 0 ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lesen wir mit einer For-Each-Schleife das Array aus. Wir geben am Schluss noch den Speicher bzw. die Verbindung wieder frei. Die Funktionen, die wir hier benutzt haben, deren Semantik nicht ganz klar war, die sind hier alle nochmal aufgeführt zum Nachlesen. Wir haben diese Anwendung auch implementiert für Sie direkt zum Ausprobieren. Ich wende das direkt mal an, rufe die Seite auf. Ich gebe zum Beispiel O ein und halte jetzt alle Ergebnisse, die ähnlich wie O sind. Sie erinnern sich. Where last name, like und dann search string. Die HTML-Seite sieht vom Source Code so aus, auch nichts Überraschendes. Wir haben den Aufruf der PHP-Funktion, die ist hier als ActionDatabase.php angemeldet. Und wenn man auf Submit drückt, dann wird diese Funktion, diese entsprechende URL aufgerufen. Es findet also das statt, was hier auf dem Sequenzdiagramm schon skizziert worden ist. Ihre Anfrage führt zu einem Aufruf eines PHP-Dokumentes. Das wird verarbeitet. Was hier nicht zu sehen ist, ist die Anbindung der MySQL-Datenbank. Hiermit endet unser PHP-Kurs. Und wie immer gibt es die Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen verlinkt, sodass Sie sich hier vertiefen können und auch leichter den Einstieg zum selber Programmieren finden.